بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Die Frage stellt sich oft für Leute, die neu anfangen zu praktizieren oder neu zum Islam kommen: Von wem darf ich das Wissen nehmen? Man hört, nimm nicht von dem, nimm von dem. Was ist die Grundlage davon? Wie versteht jemand, der neu angefangen hat zu praktizieren oder neu konvertiert ist, die Grundlage davon, von wem man nehmen darf und von wem nicht? Von wo kommt diese Aussage überhaupt? Von dem darfst du nicht nehmen, von dem darfst du nehmen. Bezüglich dieser Frage habe ich aus einer Frage, die dem ehrenwerten Scheich Zayd al-Madkhali rahimahullah gestellt wurde, habe ich diese Frage ausgewählt, um dieses Thema zu verdeutlichen. Der Scheich wurde in Wirklichkeit 4 Fragen gestellt. Ja, es ist eine Frage mit 4 Abschnitten. Was sind diese Fragen, die dem Scheich gestellt wurden? Die erste Frage bzw. dieser erste Abschnitt lautet: هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة? Ist die Grundlage bei den Menschen die Rechtschaffenheit oder die Unbekanntheit? Was ist die Grundlage bei den Menschen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet: وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء? Der zweite Abschnitt dieser Frage lautet: Reicht es für jemanden, der bei einem Scheich sitzen will, als Lob für diesen Scheich, dass nichts von ihm bekannt ist? Yani, reicht es, wenn ich bei einem Scheich sitzen will, dass nichts Schlechtes über ihn bekannt ist, so dass man sagt, das reicht als Lob, so dass ich sitzen darf? Die dritte Frage lautet: وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها? Wird diesbezüglich unterschieden zwischen dem, der in Saudi-Arabien ist, und dem, der außerhalb von Saudi-Arabien ist? Und die vierte Frage lautet: Ist es Pflicht, nachzuforschen oder zu fragen, bevor man das Wissen von einer Person nimmt, oder reicht der äußerliche Zustand von dieser Person? Das sind diese 4 Fragen, die dem Scheich Zayd rahimahullah gestellt wurden, die wir mit der Erlaubnis Allahs in diesem Vortrag bzw. in dieser Vortragsreihe miteinander verdeutlichen und anschauen. Der Scheich sagte als Antwort: فَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَ هُنَا. Was ist gemeint mit Rechtschaffenheit? Yani, die erste Frage war was? Ist die Grundlage bei den Menschen die Rechtschaffenheit oder die Unbekanntheit? Was sagen wir? Was ist die Grundlage? Der Scheich erklärt jetzt, was bedeutet dieses Wort Rechtschaffenheit. Auf Arabisch, Adala. Er sagte: فَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَ هُنَا أَحَدُ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ أَن تُتَوَفَّرُ أَوْ تَتَوَفَّرُ أَن تَتَوَفَّرَ فِي رَاوِ الْحَدِيثِ. Gemeint mit diesem Wort Adala, Rechtschaffenheit, ist eine Bedingung von den Bedingungen, die hinsichtlich des Überlieferers des Hadith erfüllt sein müssen. Was ist diese Bedingung?
Rechtschaffenheit. Das ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, wenn jemand einen Hadith überliefert. Er sagte, وَشُرُوتُ الرَّاوِ أَرْبَعَ. Yani, wenn jetzt jemand fragen würde, was sind dann diese vier Bedingungen? Okay, eine wissen wir jetzt was, ist die Adala, Rechtschaffenheit. Wenn jemand einen Hadith überliefert, dass man diesen Hadith von ihm annimmt, eine Bedingung ist was? Er muss rechtschaffen sein. Was sind die anderen drei Bedingungen? Der Sheikh sagte, die Bedingungen, diese vier Bedingungen des Überlieferers sind erstens der Islam. Der Überlieferer muss ein Muslim sein. Es wird nicht von einem Käfer angenommen. Die Überlieferung wird nicht von einem Käfer was? Angenommen. Zweite, At-Taklif. Halat al-Ada. Dass dieser Überlieferer Mukallaf ist. Was? Ein Beauftragter ist. Wenn er diesen Hadith weitergibt. Was heißt Beauftragter? Er sagte, وَالْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ. Was bedeutet, dass er Mukallaf ist, dass er ein Beauftragter ist? Gemeint ist, dass er bei Verstand ist und das reife Alter erreicht hat. Wann ist das eine Bedingung? Wenn er den Hadith weitergibt. Das heißt, die erste Bedingung ist was? Islam. Die zweite Bedingung ist was? At-Taklif. Dass er das reife Alter erreicht hat und bei Verstand ist. Die dritte Bedingung ist Ad-Dabt. Was ist Ad-Dabt? Die Genauigkeit und die Präzision. Genauigkeit, beziehungsweise was? Präzision. Was ist damit gemeint? Er sagt, وَمَعْنَاهُ أَدَاءُ مَا تَحَمَّلَهُ الرَّاوِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَحَمَّلَهُ بِدُونِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ. Was bedeutet Präzision und Genauigkeit beim Überlieferer? Es bedeutet, das weiterzugeben, was der Überlieferer übernahm. Der Überlieferer übernimmt die Überlieferung von seinem Scheich und gibt sie weiter. Was bedeutet jetzt diese Präzision bei der Überlieferung oder beim Überlieferer? Es bedeutet, dass er das, was er übernahm, so weitergibt, wie er es übernahm. Ohne hinzuzufügen und ohne wegzulassen. Das ist was? Die Präzision, die Genauigkeit. Und die vierte Bedingung ist was? Rechtschaffenheit, die Adala, über die gefragt wurde. Was ist die Grundlage bei den Menschen? Rechtschaffenheit oder Unbekanntheit? Der Sheikh sagte also was? Die Rechtschaffenheit, Al-Adala, ist eine dieser vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen beim Überlieferer des Hadith. So dass man was von ihm akzeptiert, beziehungsweise von ihm das annimmt. Er sagte, وَالْمُرَادُ بِالْعَدْلِ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ الْجَوْرِ. Jetzt, was ist diese Rechtschaffenheit? Was bedeutet Rechtschaffenheit? Er sagt, الْعَدْلِ, die Gerechtigkeit, ist sprachlich das Gegenteil der Ungerechtigkeit. Das ist was? Sprachlich. Das heißt, der Rechtschaffene muss was? Gerecht sein. Sprachlich gesehen. Dann was bedeutet es dann als Fachausdruck, wenn man sagt, Adala, Rechtschaffenheit? Er sagte, die Gelehrten haben diesen Fachausdruck mit verschiedenen Definitionen definiert. Diese Definitionen sind in der Bedeutung gleich. In der Bedeutung sind diese Definitionen gleich. Aber bezüglich den Worten unterscheiden sie sich. Der Sheikh Zayd rahimahullah sagte, وَسَأَقْتَصِرُ عَلَى اثْنَيْنِ مِنَ التَّعْرِفَاتِ. Ich begnüge mich mit zwei Definitionen, von diesen Definitionen. Definition von was? Rechtschaffenheit. Auf Arabisch? Al-Adala. Was ist Al-Adala? Was bedeutet, dass ein Muslim rechtschaffen ist, so dass man von ihm neben den anderen Bedingungen den Hadith akzeptiert, wenn er ihn überliefert.
Erste Definition ist von Ibn al-Laham al-Hanbali, der gesagt hat, hiya muhafadatun diniyatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح. Was ist al-Adala? Gemäß Ibn al-Laham al-Hanbali ist die Rechtschaffenheit eine religiöse Veranlagung, die dazu führt, die Gottesfurcht und die Würde zu wahren, ohne eine Erneuerung. Und diese wird verwirklicht durch das sich fernhalten von den großen Sünden und dass man es unterlässt, auf den kleinen Sünden zu beharren und dass man einiges vom Erlaubten unterlässt. Die zweite Definition ist von Ibn Hajar al-Asqalani, der sagte, Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'a. Wal muradu bit taqwa ijtinabul a'mal as-sayyi'a min shirkin aw fisqin aw bid'ah. Ibn Hajar definierte die Rechtschaffenheit, indem er sagte, es ist eine Veranlagung, welche dazu führt, die Gottesfurcht und die Würde zu wahren. Und mit der Gottesfurcht ist gemeint, dass man die schlechten Taten unterlässt, vom Schirk, vom Götzendienst oder Frevel, Fisk, oder Bid'ah Erneuerung. Zitat Ende, wie es Sheikh Zayd es erwähnt hat. Das heißt, nochmal zusammengefasst, was bedeutet die Rechtschaffenheit? Dass man gottesfürchtig ist, indem dass man die großen Sünden unterlässt, geschweige denn Götzendienst betreibt oder eine Erneuerung verrichtet. Und dass man es unterlässt, auf den kleinen Sünden zu beharren. Und dass man die Würde wahrt. Wie wahrt man die Würde? Indem man anständig ist. Indem man den Anstand und den guten Charakter wahrt. Das ist was von der Rechtschaffenheit, dass man den Hadith von jemandem annimmt. Das ist was Al-Adala. Die nächste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie weiß man über die Adala, über die Rechtschaffenheit von einer Person Bescheid? Wie weiß ich, dass der Adel ist und der nicht? Wie weiß ich, dass der rechtschaffen ist? Der Sheikh sagte, كما تعرف العدالة بشيئين. Diese Rechtschaffenheit wird durch zwei Dinge bekannt. Yani, dass jemand rechtschaffen ist. أحدهما الاستقامة والشهرة. Erstens, die Gradlinigkeit und die Bekanntheit. Yani, diese Rechtschaffenheit wird bekannt durch die Gradlinigkeit der Person und dadurch, dass sie bekannt ist für diese Rechtschaffenheit. Wie zum Beispiel, er sagte, كَمَنْ اِشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَنِهِ أَوْ زَمَنِ مَنْ بَعْدَهُ. So wie der, dessen Rechtschaffenheit bekannt ist unter den Leuten des Wissens in seiner Zeit oder in der Zeit derer, die nach ihm kamen.
wie zum Beispiel Al-A'immatul Arba'a, die vier Imame der Rechtschulen, der Bekannten, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i und Ahmed, bekannt. Wa ashabu sihah, und die Leute des was? Der Sihah-Bücher, und das sind wer? Al-Bukhari und Muslim. Und wie zum Beispiel die Leute der Sunan, yani der Sunan-Bücher, und das sind wer? Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidhi und Ibn Majah. Und andere. Das ist was? Die erste Art und Weise, wie man weiß, dass jemand diese Rechtschaffenheit erlangt hat, beziehungsweise hat. Das ist was? Die Gradlinigkeit und die Bekanntheit unter den Leuten des Wissens. Beispiele, wie die genannt wurden. Die zweite Art und Weise, wie man das erfährt, ist durch die Aussage von denen, deren Aussagen man annimmt, von den Gelehrten des Jarh wa Ta'dil, von den Gelehrten des Lobens und des Kritisierens. Wenn einer von ihnen oder wenn einige von ihnen diese Person als rechtschaffen einstufen und als vertrauenswürdig einstufen, ist das ein Weg, wie man erkennt oder Bescheid weiß, dass diese Person oder dieser Überlieferer rechtschaffen ist. Das heißt, entweder er ist bekannt unter den Leuten des Wissens durch seine Rechtschaffenheit und seine Gradlinigkeit, oder dass die Gelehrten des Jarh wa Ta'dil, des Lobens und des Kritisierens, eine Aussage treffen bezüglich der Rechtschaffenheit dieser Person. Das sind die zwei Wege, wie man erkennt, dass jemand rechtschaffen ist. Dass jemand was? Diese Adala erfüllt. Die Frage lautete, die erste Frage lautete wie? Was ist die Grundlage bei den Menschen? Die Adala oder was? Yani die Rechtschaffenheit oder was? Unbekanntheit. Unbekanntheit. Der Scheich sagt, was die Jahala anbelangt, und das ist was, diese Unbekanntheit, so ist das sprachlich das Gegenteil des Wissens. Idil jahlu naqidul ilm, weil die Unwissenheit das Gegenteil des Wissens ist. Wa hiya 'inda ulama'il mustalah, und bei den Gelehrten der Hadith-Wissenschaft ist diese Unbekanntheit عدم معرفة الراوي أو عدم معرفة تعديله أو تجريحه المعين. Was ist diese Unbekanntheit bei den Gelehrten der Hadithwissenschaft? Es ist, dass man den Überlieferer gar nicht kennt. Man weiß nicht, wer er ist. Oder man kennt ihn, aber man kennt weder Lob noch Kritik spezifisch für diesen Überlieferer. Dann ist eine Person oder ein Überlieferer was? Unbekannt. Wenn man seine Person nicht kennt, oder wenn man ihn kennt, aber man weiß nicht, ob er gelobt oder kritisiert wurde, dann ist eine Person was? Unbekannt, gemäß den Gelehrten der Hadith-Wissenschaft. Und die Bedingung ist was, dass der Überlieferer was ist? Rechtschaffen. Er sagte, rahimahullah, وَلَهَا أَسْبَابُهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ فَنِّ الْإِسْتِلَاحِ. Und für diese Unbekanntheit gibt es Gründe, die bekannt sind bei den Gelehrten dieses Faches. Yani bei wem? Bei den Hadith-Gelehrten. Wann ist jemand unbekannt? Was sind die Bedingungen, dass jemand unbekannt ist und so weiter. Er sagte, هذا الكلام فيما يتعلق بحال الراوي. Yani das, was er jetzt erwähnt hat, ist bezüglich dem Zustand des Überlieferers. Ist es nur der Überlieferer oder auch andere? Der Scheich sagte, ومثله
Und genauso bezüglich der Zeugenaussage und der Mitteilung muss was diese Adala vorhanden sein. Wenn jemand einen Hadith überliefert oder eine Zeugenaussage machen möchte oder etwas mitteilen möchte, geschweige denn das Wissen weitergeben möchte, muss was vorhanden sein? Diese Adala. Über die, was gesagt wurde, dass sie bedeutet, dass man die Gottesfurcht und die Würde wahrt und sich fernhält von den großen Sünden, wie der Götzendienst oder der Frevel und die Bid'ah, die Erneuerung, und dass man es unterlässt, auf kleinen Sünden zu beharren und sogar einige der erlaubten Dinge unterlässt, weil man als eine Person der Rechtschaffenheit die Würde wahren muss. Das heißt, es ist bezüglich wem? Dem Überlieferer, dem, der eine Zeugenaussage macht und der eine Mitteilung macht. Er muss rechtschaffen sein, dass man sie von ihm annimmt. Er sagte, وَلِتَعْلَمْ أَيُّهَا السَّائِنُ عَنِ الْأَصْلِ فِي النَّاسِ الْعَدَالَةُ أَوِ الْجَهَالَةُ. Er sagte, und du musst wissen, o Fragesteller, bezüglich der Grundlage bei den Menschen, ob es die Rechtschaffenheit oder die Unbekanntheit ist. Er sagte, diesbezüglich sage ich, هذا سؤال فيه إجمال. Diese Frage ist was? Allgemein gestellt. Es ist eine allgemeine Frage. Er sagte, لأن كلمة الناس يشمل بني آدم جميعا. Er sagte, denn das Wort Nas, yani Menschen, was ist die Grundlage bei den Menschen? Umfasst alle Kinder von Adam. Deshalb ist diese Frage allgemein. Er sagte, wal aslu fi bani Adam, die Grundlage bei den Kindern von Adam, ist al-ilmu bi rububiyyati Allahi ووحدانيته والإقرار بذلك. والإقرار بذلك. Er sagte, die Grundlage bei den Menschen ist, weil er danach gefragt hat, das Wissen über die Herrschaft Allahs und über die Einzigkeit Allahs und dass sie dies bestätigen. Das ist die Grundlage bei den Menschen. Was ist der Beweis hierfür? Er sagte, بدليل قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بربكم قالوا بلى شهدنا. Was ist der Beweis, dass dies die Grundlage bei den Menschen ist? Die sinngemäße Aussage Allahs, in der es heißt, und als Allah und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst bezeugen ließ. Bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Doch, wir bezeugen es. Danach heißt es weiter im Vers, dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Der Scheich sagt was? Dieser Vers ist ein Beweis, dass die Grundlage beim Menschen was ist? Das Wissen über die Herrschaft Allahs und über die Einzigkeit Allahs und dass sie dies bestätigen. Ibn Kathir sagte über diesen Vers, rahimahullah, استخرج الله ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. Ibn Kathir sagte über diesen Vers aus Surat al-A'raf,
Allah entnahm die Nachkommen von den Kindern von Adam aus ihren Rücken als Zeugen gegen sich selbst, dass Allah ihr Herr ist und dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer er, so wie Allah sie gemäß der natürlichen Veranlagung erschuf. Zitat Ende von Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte bezüglich diesem Vers: Inna Allaha masaha sulba Adam, fastakhraja kulla nasamatin, wa huwa khaliquha ila yawm al-qiyamah. Ibn Abbas, so wie es überliefert wurde, und Ibn Kathir erwähnt hat, und Sheikh Zayd hier diesbezüglich diese Ayah erwähnt hat, sagte: Gewiss strich Allah über den Rücken von Adam, oder strich den Rücken von Adam, worauf er jede Person entnahm, die er bis Yawm al-Qiyamah erschaffen wird. فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقُ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. So traf er mit ihnen die Abmachung, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْأَرْزَاقِ ثُمَّ أَعَادَهُمْ فِي صُلْبِهِ. Er traf was? Mit ihnen die Abmachung, dass sie ihm dienen und ihm nichts beigesellen. Worauf er ihnen die Versorgung garantierte. Danach tat er sie wieder zurück in seinen Rücken. Er sagte: فَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يُولَدَ مَنْ أَعْطَى الْمِيثَاقَ يَوْمَئِذٍ. Er sagte: Die Stunde wird nicht kommen, bis all diese geboren werden, die, mit denen diese Abmachung damals getroffen wurde. وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الْمِثَاقُ الْآخَرُ فَوَفَّى بِهِ نَفَعَهُ الْمِثَاقُ الْأَوَّلِ. Er sagte: Derjenige von ihnen, der die andere Abmachung trifft oder erreicht und sie erfüllt, so wird ihm die erste Abmachung nützen. وَمَنْ أَدْرَكَ الْمِيثَاقَ الْآخَرُ وَلَمْ يَفِي بِهِ لَمْ يَنْفَعُهُ الْمِيثَاقُ الْأَوَّلُ. Und derjenige, der die andere Abmachung erreicht und sie nicht erfüllt, dem wird die erste Abmachung nichts nützen. وَمَنْ مَاتَ صَغِيرًا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْمِيثَاقَ الْآخَرُ مَاتَ عَلَى الْمِيثَاقِ الْأَوَّلُ عَلَى الْفِطْرَةِ. Und derjenige, der jung stirbt, bevor er die andere Abmachung erreicht, stirbt auf der ersten Abmachung. Er stirbt was? Auf der Fitra, auf der natürlichen Veranlagung. Zitat Ende von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Und mit der Erlaubnis Allahs begnügen wir uns heute an dieser Stelle und werden inshallah morgen um 8:30 an dieser Stelle weitermachen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.